Ich will vielleicht kurz vorweg schicken, dass ich erkältungstechnisch ein bisschen angeschlagen bin. Hoffe, dass meine Stimme das auch durchhält. Heute, wir haben den Titel Die deutsche digitale Bibliothek, viel mehr als man sieht. Das ist wahr und sicherlich auch nicht zu diskutieren. Sie ist aber auch viel mehr, als ich in dem kurzen Vortrag heute beschreiben kann. In der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich einfach mich nochmal hingesetzt und gedacht, mein Gott, die vielen Kooperationen, die es inzwischen gibt, die vielen Projekte, die laufen, mit unterschiedlichen Einrichtungen an Universitäten, mit unseren Partnern, all das werde ich gar nicht in den Vortrag alles einbauen können, deswegen habe ich mich beschränkt einmal auf die Organisation der DDB zum einen und auf einige Beispiele für Zusammenarbeiten und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Es gibt sie tatsächlich, Länder- und spartenübergreifende Zusammenarbeit. Die DDB ist vielleicht sogar auch qua ihrer Gründung ein besonders gutes Beispiel für Zusammenarbeiten. Sie beruht nämlich auf Kooperation. Das ist auch niedergelegt in dem gemeinsamen Finanz- und Verwaltungsabkommen von Bund und Ländern, das bekanntlich ja das Gründungsdokument sozusagen ist, bis heute auch der rechtliche und politische Hintergrund der DDB. Da steht nämlich, es ist gemeinsames Anliegen von Bund und Ländern, die DDB als nationale Einrichtung von herausragender Bedeutung in enger Kooperation zum Erfolg zu führen. 2009 ist das Dokument, also 8 Jahre, das ist immer noch das Dokument, auf das wir uns heute beziehen. Da kann man jetzt auch stutzig werden vielleicht oder sich wundern. Einmal kann man schauen, was haben wir seitdem gemacht, was haben wir erreicht mit der DDB und was haben wir auch nicht erreicht in der Kooperation. Beispielsweise, dass wir immer noch keine dauerhafte Finanzierung haben, dass sich Bund und Länder dazu bisher nicht wirklich einigen konnten, dass es noch keine eigene Rechtspersönlichkeit für die DDB gibt, mit der sie sozusagen selbstständig agieren könnte. Das sind Dinge, die vielleicht verbesserungswürdig sind, ganz sicher sogar verbesserungswürdig und auch geregelt werden müssen, kurzfristig oder mittelfristig. Wir haben aber auch viel getan in diesen 8 Jahren. Dass die Organisation der DDB zeigt schon, dass es dabei sehr stark eben um Kooperation und Zusammenarbeit gibt. Im Aufsichtsgremium der DDB sitzen zum Beispiel gemeinsam Vertreter des Bundes und der Länder und sogar auch, wie man sieht, die kommunalen Spitzenverbände in Deutschland zusammen. Und Bund und Länder, und das ist vielleicht auch etwas ganz Besonderes, finanzieren gemeinsam die Deutsche Digitale Bibliothek. Im Kulturbereich ist es sicherlich auch etwas in Deutschland, was durch die föderale Konstitution in unserem Land schon wirklich erwähnenswert und besonders ist. Aufgebaut und getragen wird die Deutsche Digitale Bibliothek durch ein Netzwerk, ein sogenanntes Kompetenznetzwerk, in dem eben viele unterschiedliche Institutionen zusammenarbeiten und in den letzten Jahren die DDB aufgebaut haben. Die Deutsche Nationalbibliothek und viele andere Bibliotheken sind dabei, die SOB Göttingen, die Bayerische Staatsbibliothek, alles Einrichtungen, von denen wir heute schon mehr oder weniger viel auch gehört haben. Das Bibliothek-Service-Zentrum ist dabei in Baden-Württemberg, die SLUB Dresden. Archive sind dabei, das Landesarchiv, das Bundesarchiv, das Landesarchiv Baden-Württemberg, das Bundesarchiv, das Land Brandenburg ist dabei für den Denkmalschutz, das Deutsche Filminstitut, wo wir gestern Abend sehr freundlich empfangen wurden, ist dabei. Mein Arbeitgeber, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist dabei. Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist dabei, auch als ein Vertreter sozusagen der Kommunen.
und das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Was tun wir? Wir vernetzen und präsentieren die digitalen Angebote aus Archiven, Bibliotheken, Museen, Mediatheken, Denkmalpflege und vielen weiteren Wissenseinrichtungen in ganz Deutschland. Wir tun dies inzwischen gemeinsam mit etwa 360 Einrichtungen, die zur DDB beitragen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Anfang, nochmal Zusammenarbeit innerhalb der Organisation aufgebaut. Ist es so, dass bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Geschäftsstelle angelegt ist, verantwortlich für Finanzen, Recht und Kommunikation, und bei der Deutschen Nationalbibliothek der Bereich Projektkoordination, Technik, Service und Entwicklung. Das FIZ Karlsruhe, eben nicht erwähnt, auch als Mitglied im Kompetenznetzwerk, ist unser technischer Betreiber, der die ganze Hardware, Software betreibt und inzwischen auch ein wesentlicher Player und bei der Softwareentwicklung. Bei der Deutschen Nationalbibliothek gibt es darüber hinaus die Servicestelle, die die Kontakte mit den beitragenden Kultureinrichtungen koordiniert, unsere Fachstellen, auf die ich gleich nochmal komme, die Arbeit dort koordiniert, ein weiteres Angebot bereitstellt, DDB Pro, ein Infoangebot für die Kultureinrichtungen, die mit der DDB zusammenarbeiten wollen. Dort gibt es sehr viele Informationen, aber dort lassen sich auch Werkzeuge herunterladen, Informationen zu Datenstandards sind dort zu finden, ein Angebot eben von der Deutschen Digitalen Bibliothek für die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kultureinrichtungen. Die Fachstellen wiederum, die es gibt, sind acht inzwischen, arbeiten dezentral mit uns zusammen. Die sind sozusagen das Bindeglied in die einzelnen Communities und die Sparten, die mit uns zusammenarbeiten. Die Fachstelle Archiv inzwischen an zwei Standorten, einmal in Stuttgart beim Landesarchiv Baden-Württemberg und in Berlin beim Bundesarchiv. Bibliothek ebenfalls an zwei Standorten, hier bei der Deutschen Nationalbibliothek und auch bei der SUB Göttingen. Fachstelle Denkmalpflege beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Archäologischen Landesmuseum. Das Deutsche Filminstitut hier in Frankfurt. Dort ist die Fachstelle Film, Mediathek, Film beheimatet. Die SLUB Dresden hat zwei Fachstellen, einmal für die Fotografie und für das Medium Ton. Das sind auch die Fachstellen. Was ist sozusagen unser Ziel? Nochmal ganz plakativ dargestellt, wir ermöglichen allen Menschen über unser Portal, aber auch eben über unsere Schnittstellen den Zugang zum kulturellen Erbe, zum digitalisierten kulturellen Erbe in Deutschland. Das tun wir über unser zentrales Zugangsportal zum einen. Das tun wir aber auch, indem wir eng mit der Europeana zusammenarbeiten und dorthin eben die Daten, die aus den Sammlungen zu uns gekommen sind, dann auch weiterleiten. Wir tun das mit unserem gemeinsamen Netzwerk der Kultur- und Wissenseinrichtungen und hoppla, gehen wir nochmal zurück, und natürlich auch über die Datenplattform, die wir betreiben, nämlich mit den offenen Schnittstellen, die wir anbieten, sodass auch Dritte sozusagen mit den Daten arbeiten können. Wir tun es mit Datenanreicherung und wir stellen eben auch offene Daten zur Verfügung. Wo stehen wir zurzeit? Knapp 23 Millionen Objektnachweise, die die DDB
inzwischen recherchierbar hat über ihr Portal. Rund 9 Millionen Digitalisate aus etwa 360 Kultureinrichtungen, unsere Netzwerkpartner, 160 Museen, 130 Archive, 34 Bibliotheken sind dabei und viele weitere Einrichtungen und insgesamt über 4.300 Einrichtungen, die sich bei uns registriert haben für eine zukünftige Zusammenarbeit, die sicherlich zu einem großen Teil auch in Zukunft aus ihren Sammlungen Daten an die DDB liefern, die aus allen Bundesländern stammen und aus allen Sparten. Hier nochmal ein, sag ich mal, fast Kaleidoskop an den unterschiedlichen Medien und auch Themen, die bei der DDB zu finden sind. Ich gehe da jetzt mal drüber hinweg. Noch mal zusammengefasst, was sind unsere Kernangebote des DDB-Portals? Zum einen mit seinen unterschiedlichen Sucheinstiegen, einer möglichst einfach gestalteten Suche mit dem in allen bekannten Suchbalken, die Schnittstellen, die Programmierschnittstelle API, die OAI-Schnittstelle zur Weiterleitung von Daten eben auch an die Europäer. Das soll auch in Zukunft noch ausgebaut werden in den nächsten Schritten. Insbesondere halten wir es eben für wichtig, dass unsere Daten eben auch nachgenutzt werden können und möglichst frei, auch soweit denn urheberrechtliche Themen nicht dagegen sprechen, weiter genutzt werden. Es gibt die Eigendarstellung der Einrichtungen über unsere Kulturlandkarte, die auch, sag ich mal, stark natürlich zur Identifikation der Einrichtungen mit der DDB beitragen soll, weil es eben Möglichkeiten gibt, dass die Einrichtungen sich hier selbst zeigen können, präsentieren können mit einem kurzen Bericht, aber auch die Höhepunkte, sag ich mal, oder die Highlights ihrer Sammlungen darstellen können. Das ist schon erwähnte Portal DDB Pro als eben auch ein Dienstleistungsangebot für unsere Partner. Und letztlich versuchen wir auch natürlich Einrichtungen zu helfen, die Digitalisierung voranzutreiben, sie zu beraten bei urheberrechtlichen Themen, mit Workshops weiterzuhelfen in dieser Richtung. Rechte-Tage veranstalten wir, veröffentlichen Handreichungen und so weiter. Ich komme vielleicht zu den Beispielen jetzt, die sich aus den vielfältigen Kooperationen ergeben haben, als Ergebnisse unserer Zusammenarbeit. Habe es eben schon erwähnt. Ein Angebot ist eben die DDB als Plattform und zentrale Infrastruktur, nicht nur für die Sammlung und Aufbereitung von Daten und die Präsentation, sondern eben auch für die Weitergabe und Weiterverwendung von Daten. All diese Daten, die über die API ausgegeben werden, stehen unter CC0, das heißt, die Nutzer der API können tatsächlich diese Daten auch weiterverarbeiten. Habe ich gesehen, vielen Dank. und ermöglichen letztendlich beliebige Anwendungen, die mit den Daten entwickelt werden können. Dazu komme ich später auch noch einmal. Das Archivportal D als Teilprojekt ist ein solches Ergebnis der Zusammenarbeit. Dort wird sozusagen noch einmal auf eine besondere Sichtweise auf die Daten, die sich in der DDB befinden, aufmerksam gemacht und diese in einer bestimmten, eben aus archivspezifischer Anforderung heraus sichtbar gemacht. Das sind Daten, die eben
in der DDB sind, aber über das API auf eine weitere Webseite eben ausgespielt werden können. Es werden dort eben letztendlich dieselben Prozesse genutzt, die auch in der DDB genutzt werden. Hier ist das Landesarchiv Baden-Württemberg einer der wesentlichen Partner in diesem Konsortium oder Konsortialführer, wenn Sie das möchten. Die DDB ist seit 2015 auch in diesem Projekt direkt verbunden. Entwickelt wird das Ganze wieder von FIZ Karlsruhe. Weitere Archive sind dabei, das Sächsische Landesarchiv etwa, das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und auch die Archivschule Marburg. Ein weiteres Thema ist das Konzept zur Aggregierung unserer Daten. Es ist derzeit so, dass wir im Wesentlichen mit jeder einzelnen Einrichtung kommunizieren, die uns dann ihre Daten liefern. Wir wollen das in Zukunft aber auf eine etwas andere Basis stellen, nämlich mit sogenannten Datenaggregatoren zusammenarbeiten, die auch letztendlich die Vielfalt der ganzen Landschaft in Deutschland tatsächlich widerspiegeln. Im Moment sind es noch sehr stark historisch gewachsene Aggregatorenpartner, die von mehreren Einrichtungen zunächst Daten aggregieren und dann an die DDB weiterleiten, damit wir nicht mit jedem einzelnen Partner direkt zusammenarbeiten müssen. Man sieht es hier schon, teilweise länderspezifische Aggregatoren, teilweise auch regionale Aggregatoren oder spartenspezifische Aggregatoren. Das ist, ich sag mal, durchaus ja etwa ein Blick in die Zukunft, dass wir da noch sehr stark dran arbeiten wollen, das auszubauen. Virtuelle Ausstellungen brauche ich jetzt heute, glaube ich, nicht weiter erwähnen, außer vielleicht, dass das eben auch ein Angebot ist, für Kultureinrichtungen mit der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammenzuarbeiten, auf eben dieser Ebene von virtuellen Ausstellungen, die dann eben auch mit der Webseite des Partners verlinkt werden können. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz auf Coding Da Vinci hinweisen, der Kulturhackathon, eine Veranstaltung, die wir zusammen mit Wikimedia, der Servicestelle Digitalisierung und der Open Knowledge Foundation, ich glaube 2014, erstmals durchgeführt haben. Eine Veranstaltung für junge Entwickler mit Daten aus Kultureinrichtungen, neue Anwendungen zu programmieren und diese dann vielleicht auch am Markt sogar zu platzieren. Soweit ist es bisher noch nicht gekommen, aber es findet jetzt in diesem Jahr erneut in Berlin diese Veranstaltung statt, an diesem Wochenende. Die Preisverleihung wird dann im Dezember, Anfang Dezember sein. Ich habe auch schon gehört, dass im nächsten Jahr eine Coding Da Vinci Veranstaltung in Leipzig an der Universitätsbibliothek stattfinden wird. Das ist sogar schon sehr weit gediehen, die Vorbereitungen da. Und vielleicht noch ganz zum Schluss die Zusammenarbeit mit der Europeana. Ich hatte schon erwähnt, dass die Daten eben aus den Einrichtungen über die DDB in die Europeana hineingehen. Es gibt aber auch da vielfältige Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit über die Network Association, über das Members Council, über das Aggregators Forum, über die verschiedenen Workgroups, die durch die Europeana initiiert sind und Taskforces. Auch dort ist die DDB immer eingebunden und auch bei den Workshops dabei und seit diesem Jahr mit der neuen Finanzierung des DSI3 ist die DDB erstmals auch Konsortialmitglied der Europeana geworden und wird hier Entwicklungsarbeiten auch erledigen für das Europeana Newspaper Portal und im Bereich IIIF. Soweit, so gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.